Hallo ihr Lieben, ich habe es getan. Ich habe mir eine Drohne gekauft, um meine YouTube-Videos etwas aufzupeppen. Es ist eine DJI Mini 4 Pro mit allem Zubehör. Und was mir so auf den ersten Flugversuchen alles so passiert ist, das seht ihr jetzt in diesem kleinen Filmchen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, da gibt es nämlich noch ein paar Hinweise auf das, was noch kommt. Hallo, ich grüße euch. Auf jeden Fall macht die Drohne, was sie machen soll oder tun soll. Hier fliegt sie vor mir her, sie kann mich aber auch verfolgen, kann von oben auf mich runter gucken und alle möglichen Moves machen. Hier fliegt sie gerade einen Helix, eine Halbumkreisung um mich herum in einer Höhe von ungefähr 25 bis 30 Meter. Um einfach nicht in die Bäume reinzurasseln, habe ich diese vorgegeben. Das ist übrigens der elektronische Zoom. Man merkt es, die Bildqualität wird dann schon etwas schlechter. Auch auf Augenhöhe soll sie mir folgen können. Man merkt also immer einen Meter zurück und auch immer mit dem gleichen Abstand. Na, sobald ich einen Schlenker mache, die Drohne flüchtet vor mir. Ja, das soll sie auch und kommt dann wieder hinter mir her. Das klappt schon prima. An der Aufnahme dessen, was ich gerade hier erzähle, arbeite ich noch. Das wird eine nächste Ausbaustufe werden. Ich kann nämlich die Tonfiles kann ich auf dem Commander, also auf der Fernbedienung, speichern und dann entsprechend synchronisieren mit den Kamerafilmen und oder auch Fotos. Panoramafotografien klappen auch bestens. Hier der Master Shot Droni. Ist fest programmiert in der Kamera bzw. in der Drohne. Dieser Master Shot heißt Rocket. Und jetzt sehe ich erstmal, wie wenig Haare ich auf dem Kopf habe. Hätte ich besser mal die Kappe aufgelassen. Und das ist im cinematischen Modus besonders sanft und ausgeglichene Verfahren. Jetzt habe ich die Kamera, den Gimbal, senkrecht nach unten gestellt und den Return to Home Knopf gedrückt. Mal schauen, was passiert. Eine perfekte automatische Landung und jetzt noch mal eine kleine Sause quer übers Feld. Ich habe nicht die höchste Geschwindigkeit eingestellt, das wäre der Sportmodus gewesen, sondern hier bin ich mit maximal 36 km pro Stunde oder 10 Meter pro Sekunde geflogen. Ich habe jetzt erstmal alle drei verfügbaren Akkus leer gefahren oder fast leer gefahren und setze mich jetzt ins Auto, fahre nach Hause und schneide ein Video.